Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Erstmal Inventar leeren, das hat ja gestern gar nicht mehr gereicht. Ja, die Steine würde ich verkaufen. Den Sand würde ich, um ehrlich zu sein, auch eher... Komm, da packe ich nochmal 200 dazu oder 150 noch. Und dann verkaufen wir den Sand hier einfach. Ich brauche dringend eine neue Kiste mit Sachen hier. Aber das ganze Holz und alles, das kann erstmal hier rein. Holz, Steine, Aluminium, diese ganzen Sachen dürfen erstmal da rein. Ich brauche dringend auch wieder Schleim. Harz, habe ich jetzt gesagt, kommt auch da rein. Es kann sein, dass wir da draußen nochmal was haben. Ich habe so absolut zu wenig Platz für diese ganzen Teile. Die stapeln sich schon wieder hier. Außer die Härtungsflüssigkeit, die könnte ich eventuell woanders hin tun. Aber viel bringen wird mir das jetzt auch nicht, weil ich hier schon wieder 1000 Dinge habe, die... Das wird verkauft. 1000 Dinge habe, die hier gar nicht mehr reinpassen können. Wobei, Keypads müsste ich irgendwo theoretisch haben. Die habe ich zumindest schon mal gefunden gehabt. Die haben halt so viele verschiedene Sachen. Das passt alles nicht rein. Oh Mann, oh. Ja, es passt hier halt wirklich gar nichts mehr rein. Das ist so ein bisschen... Ich müsste mal gucken, ob ich wieder Sachen zusammenbauen kann. Ansonsten... Oh, da hinten auch noch. Wir haben echt viel zu viele Dinge. Viel zu viele Dinge. Ich muss mal wieder beim Forschungszentrum vorbei. Mit dem Inventar... Warum bin ich hier rangelaufen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier wollte ich hin. Mit dem Inventar voller solcher Komponenten und Teile. Die Härtungsflüssigkeit, die tue ich jetzt einfach mal hier rein. Komm. Passt nicht hundertprozentig, aber Hauptsache, sie ist erstmal weggeräumt. Die Sachen, ich werde nachher... Warte mal, das ist ein Accessoire, das können wir woanders reinlegen. Okay, kleinen Moment. Jetzt muss ich doch nochmal hier ran. Ich würde hier gerne die Mütze reinlegen und ich würde gerne ein... Na, packen wir erstmal beide Keypads hier rein. Das Zeug hier wird verkauft. Das kommt draußen hin. Die Erde muss ich auch noch weglegen. Und dann hat jetzt auch schon das... Fängt, beziehungsweise hat noch nicht angefangen, aber es fängt bald an, das Martial Arts Turnier. Gut. Ich bin gerade am Überlegen. Die Sachen hier werden verkauft. Die kann ich aber auch erstmal draußen wo reinlegen, bis ich sie dann verkaufe. Und danach würde ich tatsächlich gerne... Aber das mache ich nicht mehr heute mit den ganzen einzelnen Sachen. Das machen wir dann morgen oder so. Oder nach dem Martial Arts Turnier. Das geht auch. Jetzt sind wir erstmal wieder kruscht im Inventar. Es wird einfach nicht weniger. Ha, wir können Sachen einsammeln. Sehr schön. Ernten und... Ja, eine Stunde bis das Turnier beginnt. Und ich habe hier... Es waren jetzt zwei Stück. Ich würde jetzt trotzdem gerne einmal das hier und einmal dann noch das da. Wird verkauft. So und so. Einmal bitte Bambuspapaya anpflanzen. Oh, ist das hier auch reif? Oh, das ist auch reif. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann kommt jetzt nochmal hier fünf. Der Weizen da hier rein und der Weizen da hier rein. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Bambuspapaya vielleicht... Wobei, doch macht Sinn, dass ich die jetzt... Und das ist auch reif. Ja, das ist ja wunderbar. Dann kann ich ja hier direkt meinen Weizen noch ausbringen. Das alles sieht ein bisschen bunt aus hier. Das ist reif. Die ist auch reif. Teilweise sehe ich das Glitzern gar nicht. Und wir haben wieder 7 Stück. Ach du je. Ja, die brauchen, glaube ich, länger. Ja, wobei auch nicht. 2... 3, 4, 5, 6. Wieso habe ich da eine übrig? Warum? Okay, das Tournament hat angefangen. Wir gehen da sofort hin. Wir packen nur noch schnell hier die Sachen rein. Den Rest ignoriere ich jetzt mal. Und oben, ich habe gerade auch gesehen, da sind Sachen. Jetzt gehen wir erstmal zum Turnier. Tada! Ich mache auf jeden Fall ein Foto von dem Ring. Okay. Ich muss auf jeden Fall ein Foto von dem Ring machen. Ein bisschen zu spät, aber das wird schon. So, wie ist denn der Zeitplan, sag mal?
Okay, Leitfaden für Kampfkunstturnier. Am ersten Tag des Kampfkunstturniers findet die Vorauswahl statt. Vier Sieger steigen in die nächste Runde auf. Am zweiten Tag finden Halbfinale und Finale statt. In der Vorauswahlrunde und im Halbfinale steigt man auf, wenn man 2 von 3 Kämpfen gewinnt. Im Finale sind es 3 von 5. Wenn die Zeit im Match abläuft, scheiden Spieler mit 0 oder weniger Gesundheit aus. Teilnehmer müssen in den Ring steigen, um nicht disqualifiziert zu werden. Vor jedem Match kannst du auf den Sieger tippen. Tippst du richtig, werden dir deine Belohnungen nach jedem Match zugeschickt. Teilnahmebelohnungen werden nach dem letzten Match zugeschickt. Hinweis, bitte überprüfen, prüf während des Turniers die Match-Info. Vor den Matches kannst du raten, wer gewinnt. Tipp auf den Sieger, indem du auf dein Porträt klickst. Der Sieger. Okay. Wie geht das denn hier? Kann ich hier rein? Nee. Ich weiß gerade nicht, wie das... Geht das hier jetzt dann? Ah, okay. Wir können jetzt raten, wer gewinnt. Ich tippe auf uns. Hier tippe ich einfach mal auf Django. Und hier würde ich auf Orbit tippen, um ehrlich zu sein. Das haben wir scheinbar schon... Ach so, Match im Gang, deswegen kann ich da nicht mehr tippen. Okay. Sieht mein Champ sein? Habe ich hier irgendwo vielleicht den lieben... Was ist das hier? Ah, da kann ich das auch gucken. Okay. Da ist mein lieber... Hi, Arlo. Jeder hat Wünsche, doch ich möchte nur eine Sache. Ein Multifunktionsmesser. Ich weiß, du kriegst eins. Früher oder später bekommst du eins. Das Match ist im Gange. Ich bin gespannt, wie es nachher aussieht. Macht ihr auch mal was, Jungs? Ah, jetzt kämpfen sie. Okay. Ich fürchte, ich... Alter, die Level! Die Level. Gegen wen kämpfe ich nachher? Gegen Quiver. Um 14.30 Uhr. Okay. Hier würde ich ganz gerne... Ich tippe mal auf Sonja einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die alle noch nie kämpfen sehen. So, jetzt können wir uns hier bei Sonja und... Oh, wow. Russo hatte gewonnen? Ehrlich? Jetzt muss ich das nachgucken. Russo hatte gewonnen. Krass. Das hatte ich nicht erwartet. Okay. Wann sind wir denn dran? Wir wären um 14.30 Uhr dran. So viel kann ich bis dahin jetzt gar nicht mehr machen, oder? Ich kann uns mal die Geschenke anschauen. Oh, ich will gewinnen. Das sieht ja schick aus. Kung-Fu-san. Ich möchte gewinnen. Einfach nur für die Sachen, die man hier bekommt. Und hier kann man auch die Dinger hier eintauschen, von denen wir auch ein paar gesammelt haben. Die kriegt man ja immer in der Höhle. Day of Memories. Oh, das ist ja süß. Bunch of Balloons. Und hier die Möbel. Guckt euch das Schränkchen an. Zweifeliger Holzschrank. Ich möchte gerne gewinnen. Ich weiß aber nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Wir könnten ein kleines bisschen... Ein kleines bisschen Lama. Für Fell und so. Den ein wenig Fell abnehmen, um uns warm zu kämpfen. 14.30 Uhr. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Und da vorne sammeln wir mal ein bisschen Kot ein. In der Hoffnung, dass Samen drin sind, natürlich. Ja, Kartoffelfruchtsamen. Perfekt. So, das arme Lama, dem ist viel zu warm gewesen. Und Weizensamen. Das schwitzt ja in seinem Fell. Und so, nochmal. Und hier nochmal. Das bunte Lama. Das ist 12. Gerade ist das nächste Turnier im Gange. Die nächste Runde. Es kann sein, dass wir episch verlieren und uns am zweiten Tag das Erscheinen gleich wieder sparen können. Beziehungsweise einfach nur noch hingehen, weil wir dann tippen dürfen, wer gewinnt. Vermutlich vertippe ich mich da auch kolossal. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie von vornherein feststeht. Also ob wir jetzt sagen könnten, was ich natürlich nicht mache. Aber ob es theoretisch zum Beispiel... Ich sehe übrigens gerade die FPS ganz gewaltig kurz runter. Ob es theoretisch zum Beispiel möglich wäre zu sagen, okay, man schaut sich das an, lädt dann den Tag nochmal. Das ist gerade im Gange. Sonja gegen Erwa. Ich würde echt gerne wissen, wer... Ich habe ja auf Sonja getippt. Also ob man dann praktisch sagen könnte, okay, wir wissen jetzt, Russo gewinnt, wir tippen dann auf Russo. Ich habe auf mich getippt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Und hier auf Orbert. Vielleicht ist auch Higgins der bessere. Aber ich mag Higgins nicht. Ich will nicht auf Higgins tippen. Erwa ist Level 25, Sonja 19. Okay, das heißt, sehr wahrscheinlich wird Erwa gewinnen.
Ja, Erwa wird gewinnen. Au, oh, und wie er gewinnen wird. Okay. Das wusste ich nicht, dass sie vom Level her niedriger ist. Hätte ich mir das vorher angucken können. Auf jeden Fall nur eine Stunde, also sprich eine Minute, weil es ja immer eine Minute ist. Falsch getippt und falsch getippt. Wo ist eigentlich unser Gegner? Da hinten steht Ginger. Ich kann Erwa, Sonja noch... Ach genau, es gibt ja immer mehrere Runden. Ich kann halt auch nicht sehen, welches Level die Leute haben vorher. Aber das ist okay. Wir gucken uns das ein bisschen an und dann kämpfen wir einfach. Vielleicht... Oh nein, nein, sie verliert tatsächlich. Okay, es ging, glaube ich, drei. Zwei von drei? Ich weiß es nicht. Puh. Auf jeden Fall sind wir gleich dran. Sieht man ja hier. 14.30 Uhr, wenn das ist, dann um 17 Uhr ist das nächste. Okay. Und am zweiten Tag geht es dann erst weiter. Wenn wir, wie gesagt, verlieren, dann müssen wir nur noch tippen und... Ja. Okay, ich bin da. Ich bin anwesend. Match in Gange. Ja, wie Match? Ich bin noch hier. Ja, okay, jetzt können wir rein. Sehr gut. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Haben wir eine Chance gegen Quima? Ich weiß es echt nicht. Oh Gott, ich habe Angst. Okay, ja, komm, Quima ist Level 19, den kriegen wir. Sorry, Quiva. Ich fürchte, du hast keine wirkliche Chance gegen uns. Und dein Brüderchen vermutlich auch nicht so richtig. Wir warten auf die zweite Runde. Hallo, feuere mich an. Wo steht er denn? Da steht er. Feuer mich an. Hi. Ja, die zweite Runde... Okay, jetzt beginnt sie. Es ist von den Leveln hier tatsächlich ein bisschen unfair. Wir haben jetzt zwei von... Ich glaube, zwei von drei... Wir bleiben hier drin. Theoretisch müsste noch eine... Wir haben es schon geschafft. Ehrlich? Hab ich das geschafft? Okay. Okay. Match abgeschlossen. Wir haben natürlich richtig getippt. Jetzt geht es noch um Higgins und Albert. Die fangen auch gleich an. Oh, warte mal. Papa Bär sprechen wir so gut wie nie. Hallo, Papa Bär. Hallo. Arr, 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 finde ich auch. Gern geschehen. Schönes Gespräch. Gerne wieder. Ich würde halt wirklich... Hey, Gail. My sweet Ginger is waiting for me to have dinner. I need to head home right after I finish the work. Not a minute's delay. Okay. Das Ding ist jetzt, wir müssen auf jeden Fall am zweiten Tag hin, weil wir natürlich... Weil wir dann natürlich hier gegen Higgins oder Albert kämpfen. Uns würde mich sehr interessieren, welches Level die haben. Sehr wahrscheinlich wird Russo gewinnen. Denn er war... Ich tippe mal auf Russo. Hier, wir würden am Schluss... Und hier bin ich gespannt, ob wir eben gegen Higgins oder Albert kämpfen müssen. Deswegen würde ich mir das gerne anschauen. Deswegen würde ich hier nicht weggehen. Denn ich kann ja dann schon mal uns die Level angucken. Also ich weiß, bei Russo, das wird hart. Russo war, glaube ich, Level 51 oder so. Das wird... Oh, oh, guck mal, das ist Baumwollhammer. Einfach mal wieder, weil wir es können und weil er dieses hübsche Kopfbedeckungsding hat, das wir aber diesmal nicht bekommen. Ach ja. Also es kann sein, dass wir das Halbfinale gewinnen. Das kommt immer ganz drauf an, welches Level jetzt Albert und Higgins haben. Ah. Wenn sie zu gut sind, werden wir es nicht schaffen. So, da fängt's an. Albert und Higgins. Go, Albert! Ich habe auf dich gesetzt, ne? Sonst habe ich tatsächlich nur meinen eigenen Kampf richtig vorhergesagt. Und gegen den Gewinner müssen wir eben am nächsten Tag kämpfen. Das heißt, wir hoffen einfach mal, dass die... Ja, das ist egal. Jetzt 19 und 19. Go, Albert! Hau, Higgins! Albert! 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 Einfach nur schon, weil ich Higgins nicht mag. Go, Albert! Ja, da hat Albert erstmal gewonnen. Tatsächlich wird nur Russo echt schwierig werden morgen. Der hatte ein sehr, sehr hohes Level. Da muss ich dann gucken, dass wir viel ausweichen. Aber natürlich soll es auch nicht so einfach sein. Go, Albert! Hau Higgins nochmal auf die Nuss. Wir müssen nur warten, bis das Match wieder beginnt. Vermutlich gleich jetzt, genau. Oh, nein, nein, nein. Komm schon, Albert. Hau ihn.
Hau diesem betrügerischen, schmierigen Schmierlappen so richtig aufs Gesicht. Oh, Albert, steh doch da nicht einfach rum. Hau ihn. Go, Albert. Ja. Komm, nein, nein, hau ihn, Albert. Ja, Albert hat gewonnen. Oh, hast du verloren, Higgins? Ja. Geschieht dir recht. Okay, das heißt, für morgen stehen unsere Matches fest. Wir gegen, ich tippe mal auf jeden Fall auf mich. Ich werde gewinnen. Wir müssen um 12 Uhr da sein. Um 9.30 Uhr ist schon der erste Kampf. Das heißt, wir sollten gucken, dass ich tatsächlich nochmal das Level von vielleicht dem guten Russo nochmal sehe. Aber wie gesagt, ich glaube, das war 51, also sprich nach dem Motto, no chance. Wir werden sowas von verlieren gegen ihn. Aber vielleicht, wir sind keine KI, wir können etwas klüger vorgehen. Wir können ihm... Okay, das ist beendet. Fand dann noch irgendwas statt danach? Nee, jetzt gehen einfach alle, oder? Es löst sich jetzt einfach... Ja, es löst sich jetzt einfach auf. Gut, das heißt, wir können hier jetzt noch nach Hause gehen und erstmal wieder irgendwas aufstellen, was wir bauen könnten. Ich habe den... Die Recycle-Maschine habe ich. Den Allesschleifer habe ich jetzt auch gebaut. Die Recycle-Maschine habe ich. Den elektrischen Hochofen habe ich. Die industrielle Nähmaschine hatte ich hergestellt. Die kann ich nicht nochmal herstellen. Denn dafür fehlt mir der Nähkopf. Der Allesschleifer, der wäre jetzt, glaube ich, das nächste, was... Nee, warte. Allesschleifer habe ich gebaut. Oh. Nicht der Allesschleifer, sondern der Industrielle... Nee, den habe ich auch. Der Allesschneider, der hier würde jetzt noch fehlen. Aber ich sollte auf jeden Fall noch einen industriellen Ofen, glaube ich, herstellen. So, ein industrieller Ofen bitte. Dafür brauche ich zwei industrielle Kerne. Mal gucken, ob wir die überhaupt noch machen können oder ob wir die Blutsteine ausgegangen sind. Das geht noch. So, da hätten wir die Kerne. Ich will einfach nicht noch einen abbauen müssen, deswegen. Außerdem brauche ich jetzt 5 Stahlplatten und 5 Marmordielen. Habe ich noch 5 Marmordielen? Bitte. Ja, die habe ich noch. 5 Marmordielen und 5 Stahlplatten. Mal gucken, ob da wieder welche hergestellt sind. Jawohl, wunderbar. Bitte mehr herstellen, wenn das geht. Moment mal. Ich gucke erst. Erstmal bauen wir die ein. So. Das hier und die Stahlplatten. Dann können wir ihn jetzt hier einmal aufheben. Und dann bauen wir auch gleich das nächste, nämlich eben den Allesschneider. Den habe ich noch nicht, oder? Habe ich jetzt vorher den Allesschleifer oder den Allesschneider? Ich muss nochmal nachgucken. Nicht, dass ich versehentlich das Falsche nochmal baue. Wir haben das Ding hier gebaut. Den Allesschleifer, genau. Das heißt, der Allesschneider fehlt noch. Der Allesschneider muss noch gebaut werden. Dann können wir auch direkt den Ofen einbauen. Und ich glaube, eine Schneidemaschine habe ich auch noch. Genau. So, zack. Dann fehlt jetzt nur noch 2 Stahlhüllen und 4 Stahlplatten. Wie viele Stahlplatten habe ich noch? 2 Stück? Ja, dann brauche ich noch 2 Stahlplatten und ganz viele Stahlhüllen. Dann stell doch hier bitte einfach nochmal Stahlplatten her. Und hier kann ich dann Stahlhüllen. Dafür brauche ich erstmal wieder die... Na, ihr wisst schon, diese Dinger. Stahlrahmen, wofür ich auch ganz viele Carbonstahlbarren brauche. Okay. Ist kein Problem, können wir herstellen. Zack. Und zack, Benzin aufgebaut. Das ist aber nicht gut. So, dann tanken wir jetzt hier erstmal nochmal auf. Nochmal 10 dazu. Und hier bitte auch nochmal Benzin auffüllen, sonst geht's aus. Und dann hier bitte nochmal 10 Stück dazu. Während wir hier drüben die Holzkohle herstellen. So. Beziehungsweise könnte ich jetzt hier auch einmal noch Carbonstahlbarren herstellen. Und dann wieder an unseren Kleinen hier ein bisschen Holz. Beziehungsweise nicht Holz, sondern Holzkohle. So. Und so.
Hier geht's allen Pflänzchen gut, ja? Ja, ja, ja. Euch geht's allen gut. Das ist perfekt. Düngen müsste ich am nächsten Tag wieder, aber erstmal legen wir jetzt ein paar Sachen weg. Nämlich das hier. Und ich wollte am nächsten Tag eigentlich zum... Ah, ja. Das ist auch Frühling und Sommer. Wie viele Tage? 4. Okay. Ich hoffe, ich... Aber ja, eigentlich ist es noch so früh. Wir müssten noch alles wieder anpflanzen können, wonach mir der Sinn steht. Das kommt alles drin weg. Ja, dann müssen wir tatsächlich mal gucken. Ich muss noch eine Kiste. Kann ich noch eine Holzkiste vielleicht herstellen, bitte? Eine kleine Holzkiste? Ja. Würde auch eine Metallkiste gehen? Oder was brauche ich dafür? Bronze? Oh, das geht. Gestärkt. Das kann ich davon zwar... Nee, ich habe keine Bronzeplatten mehr. Kann ich da vorne vielleicht Bronzeplatten herstellen? Geht das? Ich habe zu wenig Bronzebarren. Okay. Kann ich nicht. Okay, jetzt habe ich hier das Alu hergestellt und hier kann ich tatsächlich nur Edelalu und hartes Aluminium herstellen. Ich kann nur so wenig herstellen, weil... Warum? Wieso kann ich hier von 40... Ach nee, warte mal. Dann stelle ich, glaube ich, nochmal Verkaufspreis 21, 18. Ich stelle mal nochmal Edelalu einfach her. Hier kann ich ja leider nichts anderes machen. 25, das reicht. Ja. Okay, 2 Tage. So, nochmal das hier. Dann legen wir uns... Warte mal, wir haben einen Brief. Warum haben wir einen Brief? Ach, weil wir vermutlich... Tippbelohnung. Glückwunsch, du hast auf den richtigen Sieger im Eliminierungsmatch getippt. Hier sind deine Preise. Upsala, Entschuldigung. Hier sind deine Preise. Das behalten wir natürlich gerne. Und noch eine Tippbelohnung. Das behalten wir auch. Dankeschön. So, dann gehen wir jetzt rein. Und räumen ein bisschen Sachen ein. Und ich habe keine Kiste, keine neu gebaut. Ja, okay. Macht nichts, macht nichts. Machen wir ja alles am nächsten Tag. Und nach kann ich meine Holzkisten ja einfach dann gegen andere ersetzen. Das hätte ich draußen einräumen sollen und können. Das auch. Ich hab hin. Die würde ich ganz gerne direkt hier reinlegen. Davon kann ich mir sowieso noch nichts leisten. Deswegen... Das ist ein Deko. Dann tun wir das hier unten rein. Das sieht so blutig aus. Okay. Wir müssen einfach ein bisschen aufräumen. Habe ich hier noch... Natürlich habe ich hier keinen Platz mehr. Warum sollte ich auch noch Platz haben in einer... Oh, ich brauche so dringend neue Kisten. Wie viel habe ich eigentlich Platz in meinen Metallkisten? Ist es da das Ganze? Ja, das ist das Ganze. Ich brauche Glas und das Zeug. Okay, das meiste sind Sachen von unseren Lamas. Das kommt hier, hier. Wieso kommt das nicht hier? Ach so, weil das vermutlich, dass wir von vorhin nichts mehr übrig hatten. Das hier rein, das ist normales Holz. Das könnte ich noch in die andere Kiste tun. Das Fleisch kommt hier rein. Der Stoff kam hier in das dritte. Hier vorne kommen die ganzen Honig- und Apfelsachen rein. Und das hier kommt auch noch ins zweite. Ach ja. Es ist noch relativ früh. Es kann sein, dass ich dann diesmal, weil die letzte Folge so lang war, dass ich die hier ein bisschen kürzer mache einfach. Und stattdessen, dass wir jetzt einfach draußen noch gucken, was wir alles anstellen können. Kann ich das noch... Nee, warte, sortieren ist eine schlechte Idee. Ja, dann tun wir jetzt erstmal draußen noch die Sachen weglegen und gucken, dass wir noch ein bisschen weiterkommen mit den ganzen... mit allem einfach. Und ich lese nochmal nach, wie das mit dem Generator funktioniert. Das mache ich jetzt dann auch kurz. Einfach dieser... der hier. Das kann ja nicht sein, dass dieser feuerbetriebene Generator so überhaupt nicht... dass ich überhaupt nicht verstehe, wie der funktioniert. Das wäre so... Das wäre so nervig. Können wir da bitte nochmal herstellen? Ja, fertigen. Ich brauche dringend... Also ich kann das... Die Holzproduktion kann ich nicht wieder zurückschrauben. Das geht leider nicht. Hier werden Stahlplatten fröhlich hergestellt. Das ist perfekt. Da kann ich hier gleich wieder alles reintun, wie das und das... Warum ich das hier jetzt noch drin habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wisst ihr was? Ich nehme die Sachen mal mit und packe sie stattdessen hier vorne rein.
Auch da müsste ich nach und nach, um ehrlich zu sein, eher... Hier kommen die Platten rein. Oh Gott. Ich weiß teilweise schon gar nicht mehr. Holzbretter, das hier, das kommt in das Ding nebendran alles rein. Ich weiß teilweise schon gar nicht mehr, was wir eigentlich wofür gebraucht haben. So. Zack, zack, zack. Nee, das geht so. So passt schon. Die Sachen müssen wirklich dringend verkauft werden. Und das hier, was macht das? Stellt Ausdauer wieder her, aber auch nur einmalig. Okay. Ich brauche nur, in Anführungszeichen, Stahlhüllen und Stahlplatten. Wie viele Stahlplatten habe ich schon? 3 Stück. Ich glaube, wir kriegen heute noch eine Stahlplatte. Dann könnte ich die eventuell schon mal fertigstellen. Ja, gut, vielleicht auch doch nicht mehr heute. Ich könnte aber noch ein bisschen, weil wir hier schon dabei sind, ein wenig Holz nochmal hacken. Dann geht uns die Holzkohle nicht so schnell aus. Und es ist ja gerade mal Mitternacht. Dann wird die Folge halt wirklich wieder so ein bisschen normal lang. Und wir haben nächstes Mal dann vor allem noch ein bisschen was vom Martial Arts Turnier. Es hat halt sehr, sehr viel Zeit gekostet, dass wir da rumgestanden sind und praktisch nichts getan haben. Habe ich heute... Oh, heute war Samstag. Heute hätte ich... Ah, Mist, heute wäre die Inspektion gewesen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das damit unter einen Hut zu bringen. Und ich habe vergessen, wann morgen unser Turnier stattfindet. Um 9.30 Uhr war der erste Kampf. Da konnten wir nochmal gucken, wie das mit Russo ist. Und am frühen Nachmittag ist unserer. Das heißt, wir können zumindest morgen sehr wahrscheinlich nochmal was bei der Inspektion machen. Das wäre ja ganz optimal. Dann muss ich da nicht so ein schlechtes Gewissen haben, dass wir da überhaupt nichts gemacht haben dieses Mal. Denn die Gegenstände, die wir bekommen, sind ja auch immer sehr praktisch. Und ich wollte eigentlich... Oh, ich wollte so viel noch machen. So, ein bisschen Holz kriegen wir dadurch ja auch zusammen immer. Ich weiß, da kriegen wir kein Holz, aber der stört mich irgendwie, wenn er da so einsam und alleine steht mit seinem, mit seinen Pflanzenfasern. So, dann machen wir da noch. Jetzt sollte doch eigentlich so eine Platte nochmal fertig sein, oder? Nein, natürlich nicht. Wenn ich darauf warte, wird es nicht fertig. Aber ich will es heute noch fertig kriegen. Also diese Platten zumindest, dass wir dann wirklich nur noch die Stahlhülle haben. Für die brauchen wir insgesamt 10 Carbonstahlbarren, also für beide plus dann eben nochmal Platten. Oh, es wird spät. Oh, es wird spät. Okay, warte, aber die Platte kriegen wir noch. So. Das haben wir hier. Hier wird fleißig Carbonstahl hergestellt. Moment. Haben wir hier alles aufgeladen? Das gucken wir nochmal schnell. Das muss ich jetzt jeweils noch schnell machen, damit wir einfach genug Holzkohle und alles haben. Und das sollte eigentlich auch noch gehen. Von der Zeit her. Zack. Ja, das müsste gehen. Ich gucke hier nur noch mal schnell nach dem Benzin. Und dann huschen wir nach drinnen und dann war es das einfach heute schon mal. So, ich bedanke mich schon mal dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Tut mir leid, dass die Folge ein bisschen kürzer ist, aber wir balancieren es so aus, ne? Und morgen kann ich tatsächlich nicht mittendrin unterbrechen, deswegen Dankeschön dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich sehen wir uns dann das nächste Mal wieder im Finale unseres Martial Arts Turniers. Bis dahin, bye bye!